Dann einmal dahin. WB. Ich will mal wissen, kann ich da eigentlich auch runterfliegen oder ist mir das nicht gestattet? Doch, ich kann scheinbar auch, ja. Ich wollte doch einmal in dem Gebiet ja schon fliegen. So, erstmal 30 Minuten lang nach unten sliden. Hoppla. So, will ich hier einmal mit einer mit ins Dingens reisen? Ja, nein, vielleicht. Hi. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Damit wären wir vollzählig. Sehr gut. Alle Vorbereitungen sind abgeschlossen. Die Zielkoordinaten sind eingespeist und die Arche ist bereit zur Abreise. Das war mal wieder ein harter Wettlauf gegen die Zeit. Und wir haben uns alle den Buckel krumm geschuftet. Aber es hat sich gelohnt. Das Schiff ist nichts weniger als ein fliegendes Wunder. Funktion und Sicherheit in einem formvollendeten Paket. Keine Frage. Dieses Schiff verdient das Gütesiegel der Garlons Metallwerke wie kein anderes. Ihr habt euch diesmal wirklich selbst übertroffen, Sid. Wir können euch gar nicht genug für eure unermüdliche Arbeit danken. Zugegebenermaßen ist mir seit der Geschichte mit Omega die Sache mit dem Reisen durchs Sternenmeer nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Ich hätte das Schiff lieber unter besseren Umständen konstruiert, aber es war auf jeden Fall ein lehrreiches Projekt. Was die Bezahlung anbelangt, wenn ihr die Welt dann erstmal gerettet habt, schuldet ihr mir nichts weiter als ein kühles Bier und eine gute Geschichte. Einverstanden? Dabei fällt mir ein, habt ihr dem guten Kahn überhaupt schon einen Namen gegeben? Ein Name? Da sollte schon was Peppigeres her, um dem Anlass gerecht zu werden. Nun, das Schiff ist durch das Wirken vieler Hände entstanden. Und ohne die Hilfe des Bundes der Morgenröte wäre es wohl jetzt nicht einsatzbereit. Aber es gibt da noch einen wichtigen Faktor, der uns bis zu diesem Moment geführt hat. Ich möchte an Dalamut erinnern, aus dessen Überresten wir nicht nur das Edeladamantit für dieses prächtige Schiff, sondern auch wichtige Erkenntnisse über das Reisen durch die Weiten des Sternenmeeres gewonnen haben. Einer seiner Splitter war in die nördlichen Meere gestürzt, nachdem mein Vater sein Leben auf der Karte Noah Heide ließ. Wenn ich nun unser gemeinsames Werk betrachte, kann ich nicht umhin zu glauben, dass dies mehr als nur ein Zufall war. Vielmehr wirkt es auf mich wie ein letzter Wink meines kämpferischen Vaters aus dem Äther. Seinen Taten zu ehren und in Angedenken seines innigsten Wunsches, die Welt vor drohendem Unheil zu erretten, möchte ich unsere Arche nach einem besonderen allagischen Schiff benennen. Das Symbol unserer Hoffnung soll fortan den Namen Ragnarök tragen.
Entschuldigt die Verspätung. Ich habe alle zusammengetrommelt. Nein, jetzt kommen nicht ernsthaft alle wilden Stämme, oder wie? Was macht ihr denn alle hier? Also zumindest die, mit denen wir verbündet sind. Ich war so frei, sie alle einzuladen. Einen Vertreter für jedes Stammesvolk. Die Ragnarök ist eine absolute Prachtmöhre, keine Frage. Aber damit sie abheben kann, benötigen wir die Kraft des Urkristalls. Die Größe des Kristalls ist allerdings beachtlich. Wir haben wohl kaum die Zeit, ihn in handliche Stücke zu hauen und in den Ätherantrieb des Schiffes zu schaufeln. Stattdessen habe ich vorgeschlagen, dass wir die Energien des Urkristalls umwandeln, sodass sie sich leichter transportieren lassen. Eine Prima-Ebeschwörung, oder genauer gesagt, der Zauber, auf dem diese basieren. Die Schöpfungsmagie. Hey, kann das bitte mal jemand in einer Sprache erklären, die Normalsterbliche verstehen? Wir haben in Bestways Rast bereits einen kleinen Blick auf die Magie der Loporite haschen können. Sie gestalten den Mond mit denselben Mitteln, wie sie schon die Alten meisterlich beherrschten. Sie erlaubt es, den Äther nach Belieben zu formen. Alles, was es braucht, ist ein kristallklares Bild. Eine äußerst detailreiche Vorstellung von dem, was man zu erschaffen wünscht. Deshalb auch die Archive, in denen das Urvolk all diese Konzepte aufbewahrt hat. Sie dienten ihnen als Gedankengerüst für ihre Magie. Exakt. Die Ashiens konzipierten auf den Grundlagen dieser Magie die Kunst der Prima-E-Beschwörung und verbreiteten diese unter den Stammesvölkern. Es gibt dabei einen wesentlichen Unterschied. Statt handfesten Konzepten eine Form zu verleihen, gereicht bei den Beschwörungen ein unerschütterlicher Glaube zur Manifestierung der Prima-E. Verstehe. Die Schöpfungsmagie der Loporit soll sich also des Urkristalls bedienen, um mit dessen Energie den Göttern der Stammesvölker Form zu verleihen. Keine bloße Beschwörung, sondern eine Schöpfung der Primae also. Ganz genau so ist es. Auch wenn Heidelin uns die Schöpfungsmagie vermacht hat, dürfen wir sie nicht nach Herzenslust anwenden. Sie befürchtete wohl, dass wir den Mond in einen Rübenacker verwandeln würden. Aber es sollte kein Problem für uns sein, die Energien des Urkristalls zu nutzen, um den Göttern unserer Freunde hier Gestalt zu geben und sie schließlich zu Ragnarök zu schicken. Aber laufen wir da nicht Gefahr, besessen zu werden? Ach ja, richtig. Als ich die Beschwörungsrituale studierte, bin ich auf Hinweise gestoßen, dass die Ashiens einen Mechanismus darin eingebaut haben, der diese Magie selbst verstärkt. Die so gerufenen Götter besitzen die Eigenschaft, nicht nur ihr eigenes Gefolge zu bekehren, sondern alle, die in ihren Einflussbereich geraten. Aber ihr könnt ganz unbesorgt sein. Die Schöpfungsmagie kommt ohne diesen gemeinen Zusatz zurecht. Außerdem beschwören wir ja keinen zweiten Zodiac, oder? Es besteht also kein Anlass zur Sorge, kann ich euch versichern. Es wird schon schief gehen. Um ehrlich zu sein, verstehe ich den Plan nicht so recht. Nee, ich will es auch gar nicht verstehen. Aber die Kojin werden ihren Verbündeten zur Seite stehen. Als andere uns aus Ignoranz brandmarkten, hattet ihr Verständnis. Was denn? Heute zeigen wir euch, dass unser Glaube und unsere Götter auch Gutes wirken können. Wir gehen durcheinander bei der Auflistung. Also gut, ihr Landmatrosen, auf in den Stand. Ah, okay. Schön zusammenbleiben.
Wäre eine Schande, wenn sich jemand verlaufen würde. Auf geht's, Freunde. Und tschüss. Arrivederci. Au revoir. Dürften wir dich kurz sprechen? Wir haben uns schon lange nach dem Tag gesehnt, an dem die Weiten des Sternenmeers in greifbarer Nähe rücken. Oder vielleicht weniger. Hoffnung, dass sie den erlesenen Reisen. Aber das ist doch gut, wenn nur noch wenn es nicht mehr so viele sind. Unserer Teleportationsmagie gefeilt. Eigentlich. Hier, das sind Artan-Teleporter. Einen für jeden von euch. Solltet ihr mal in Not sein, müsst ihr... Also ich habe scheinbar tatsächlich sogar eine Auflösung gefunden, die komplett gerade durchgeht. Ich habe sie zumindest immer wieder abgeglichen mit meinen. Die Liste, die ich habe, die ist tatsächlich bisher... Zögert nicht, euch in Sicherheit zu bringen. ...identisch. Wir beten für eure sichere Rückkehr. Zum Glück. Danke. Die Wünsche und Hoffnungen in dieser Welt beflügeln uns. Nun denn, ich verabschiede mich hier. Es gibt noch einiges vor dem Abflug zu tun. Ja, und ich will auch gern fliegen. Die Mitglieder verbleiben noch hier, um dem Ritual beizuwohnen. Der Rest der pfotenverlesenen Loporit ist bereits an Bord und geht die Kontrolllisten durch. Dann bleibt mir nichts weiter, als eure Abreise zu harren. Möge euch Taljaks Weisheit den rechten Weg weisen. Ja, jetzt lasst mich doch endlich fliegen! Wisst ihr? Lassen einen hier auf heißen Kohlen sitzen. Kleiner Darai würde gern ins All fliegen. Ja, okay. Ja, meine scheint tatsächlich bisher identisch zu sein. Zum Glück. So. Weg. Oh, du, dessen Name ich nicht aussprechen kann. Hi. Ich öffne nur mit... Freunde. Große Ereignisse bahnen sich an. Bitte stellt sicher, dass du genug Zeit hast, dir die folgenden Szenen anzusehen. Juhu! Ja, komm. Auf zu großen Ereignissen. Oh Gott. Bin ich aufgeregt! Wobei es, glaube ich, dieses Mal nur gucken ist. Könnte ich mir vorstellen. Das hatten wir ja das gerade erst. Ach du grüne Neuner. Nein! Wie süß! Ist das Sleeping Way? Willkommen auf der Brücke der Ragnarök. Haben wir auch nichts vergessen? Passagiere, Gepäck, Möhren? Aha. Was anderes als Möhren vielleicht? Können wir unsere Reise nach Ultima Thule beginnen? Ultima Thule. Wer hat sich diesen Namen ausgedacht? Ultima Thule. Ultima Thule. Ultima Thule? Ultima Thule. Ultima Thule. Diese Technologie, sie ist unglaublich. Ganz ehrlich, ich hätte mega Schiss. Hallo, hier spricht Ratsmitglied Fourchenot. Ragnarök, bitte kommen. Ich habe soeben Nachricht von den Stammesvertretern im Sternengrund erhalten. Sie sind bereit, mit dem Ritual zu beginnen. Leite Phase 14 der Startsequenz ein. Das Schiff wurde soeben in seine endgültige Position gebracht. Uh-oh. Das Tor ist geöffnet.
erteile hiermit der Ragnarök die Starterlaubnis. Nehmen wir nicht. Ja, aber irgendwie will ich. Du hast es gehört. Wir sind bereit für den Abflug. Aber irgendwie will ich nicht. Wir auch. Wollen wir dann losfliegen? Nein. Nein, nein, nein. So können wir nicht starten. Was? Das ist ein monumentaler Augenblick. Nochmal. Aber diesmal voll im Ja, los. Volle Möhre. Na komm. Wie? Ich? Ja, aber hopp. Keine falsche Bescheidenheit, Bruderherz. Ich weiß, du wolltest schon immer mal Kapitän spielen. Also gut, wenn ihr darauf besteht. Das klingt eingebildet, wenn ich das mache. Ragnarök, trage uns durch das Sternenmeer. Volle Kraft voraus. Gott, der fühlt es richtig, ne? Der fühlt es. Alter. Junge. Und jetzt kommen die Power Rangers. Doch nicht. Gott, ich hätte so einen Bammel. Hallo, Ifrit. Hallo, Titan. Bei dir weiß ich nicht, ich konnte nicht erkennen, was du bist, weil du warst, glaube ich, Ramo und Leviathan. Ich kann es noch nicht alle erkennen. Mogel! Mogel! Wie ist dieser Mogelkönig? Ja, Bruder? Diesen Würmern nun Flügel verleihen. Susano! Warum so kleinherzig, Garuda? Deine tosenden Sturmwinde tragen sie bis ins Sternenmeer. Du weißt doch, die Landbewohner sehnen sich schon eh und je danach, den Himmel zu erobern. Gönne ihnen ihren kleinen Triumph, Herren der Winde. Wie geil. Ich, Susano, erwarte jedenfalls ein rauschendes Fest. Geil, ey. Oh. Den Himmel wollen sie also stürmen? Nach den Sternen in der ewigen Nacht greifen? Die Worte scheiße. Also gut, dann sollen sie die Sterne erobern, beflügelt von den reißenden Sturmwinden gerade. Boah, Alter, reißt die Augen nicht so weit auf, die fallen sonst raus. Und jetzt bitte mit Warp-Geschwindigkeit. Beam up, Scotty. Ganz ernst. Obwohl es so cool ist. Aber ich kann es nicht für die Ärzte gehen. Obwohl es halt. Das ist echt geil. Ich bin viel. Nein.
Wir sind soeben in das Portal eingetreten. Statusbericht. Das ist der absolute Wahnsinn, Captain. Liebe May. Das Programm arbeitet noch effizienter, als wir berechnet haben. Oh mein Gott. Die Energiewerte sprengen die Äther-Skala. Diese Prima-E sind der Hammer. Diese Prima-E sind der Hammer. Ja, alle genau. Systeme nominal. Berechnete Ankunftszeit im Zielsystem 8 Möhren. 8 Möhren. Vielleicht 7, je nachdem, wie groß der Hunger ist. Noch eine volle Möhre voraus. Bevor wir an unserem Ziel eintreffen. Ultima Thule ist kein Stern im eigentlichen Sinne. Vielmehr handelt es sich um nichts weiter als eine Sammlung von Koordinaten in der Leere des Raumes. Unsere Sensoren messen keinerlei Anzeichen von Äther oder irgendwelchen anderen Stoffen. Nicht einmal das kleinste Zucken geben sie von sich. Womöglich hat Metheon dem Dynamis eine Form gegeben und sich so eine Art Unterschlupf gebaut. Das heißt also im Klartext, dass wir nicht wissen, was uns dort erwartet. Genau. Wir werden die Ragnarök bereithalten, um euch wieder nach Hause zu fliegen. Davon abgesehen können wir hier nicht viel tun, um euch zu helfen. Ihr werdet auf euch allein gestellt sein. Aber Heidelin hat an euch geglaubt. Also glauben wir Loporit auch an euch. Wir werden hier sein, wenn ihr zurückkehrt. Aber macht ja keinen Unsinn da draußen, verstanden? Am besten ihr haltet eure Pfoten stets über dem Auslöser dieser Handteleporter. Einfach den Knopf drücken, wenn's brenzlig wird. Wenn man hier draußen einen Moment zu lange zögert, findet man sich schnell als Gefriergemüse wieder. Aber natürlich, sei unbesorgt. Wir werden höchste Vorsicht walten lassen. Wenn das Schwätzchen nun vorbei ist, schlage ich vor, alle halten sich fest. Wir treten gleich wieder in den Normalraum. Das könnte etwas rappeln. Das könnte etwas rappeln. Oh oh. Das klingt nicht gut. Eine Interferenz durch eine unbekannte Kraft. Oh nein. Ja, Virus. Hallo. Oi. Metheon. Why? Boah, creepy Kind. Hallo. Ich komme in Frieden. Scheiße. Das ist sie also. Mhm. Und wer seid ihr? Haben wir uns vielleicht schon mal getroffen? Yep. Verzeiht, ich erinnere mich nicht an euch. Aber ihr stammt von Aetheris, richtig? Ich hätte euch doch ohnehin das Ende gebracht. Doch jetzt seid ihr hier. Warum? Weil niemand je dieses Ende wollte. Ich verstehe nicht. Alles Leben muss irgendwann auch vergehen. Das ist der Lauf der Dinge. Ist ein schnelles Ende einem Leben voller Qualen nicht vorzuziehen? All die Sorgen und Mühen sind umsonst. Das Glück, nach dem ihr euch so sehnt, die langen Wege, die ihr dafür zurückgelegt habt, von all dem wird nichts bleiben, wenn ein Stern am Ende seiner Tage angelangt ist. Das Leben hat keinen Sinn,
auch wenn ihr euch vormacht, dass diese zufällige Ansammlung von Wärme und Materie etwas Wunderbares ist. Widersetzt euch nicht. Ihr müsst es doch auch schon längst erkannt haben. Es reicht, euren Blick gen Sternenhimmel zu erheben. Das Wesen des gesamten Universums ist nichts weiter als eine eisige Finsternis. Ein stilles Nichts. Die Sterne, die noch leuchten, sind nur eitrige Wunden in dieser gewaltigen Leere. Das Leben ist unnatürlich. Darum lasst euch fallen. Werdet zu dem, was euch vorherbestimmt ist. Wir sind nicht gekommen, um mit dir darüber zu streiten. Keiner versteht besser als wir, dass das Leben keine Selbstverständlichkeit ist und es keine Garantien für das Glück gibt. Die meisten, die wir auf unseren Wegen getroffen haben, waren weit entfernt davon, zufrieden zu sein. Ich selbst trage genug Reue in mir, dass sich mir der Magen umdreht. Aber müsste ich jetzt sterben, würden alle meine Taten und Erinnerungen zusammen mit meinem Kadaver verrotten. Wir sind hier, um über das Leid hinauszuwachsen. Wir wissen, dass das Leben schmerzliche Herausforderungen bereithält. Aber wenn wir ihnen trotzen und nicht aufgeben, dann finden wir auch Freude und Hoffnung. Genau dafür hat uns Heidelin den Weg hierher gewiesen. Sie liebte das Leben und hat uns diese letzte Prüfung aufgetragen. Wir sind hier, um dich zu stellen. Ja, ich spüre es. Diese brennende Überzeugung. Diese zornige Entschlossenheit. Ich kenne diese Gefühle gut. Auf meinen Reisen traf ich sie auf all den leuchtenden Sternen an. Und am Ende sind sie doch alle erloschen. Oh Gott! Weißt du, das kann ich in einem Horrorfilm spielen. Alter. Weißt du, so krack. Denkst du, Genick bricht? Vor euch liegt unser Nest. Eine Welt, in der nur Gedanken wahrhaftig sind. Eine Welt, in der das Leben keinen Platz und keine Bedeutung hat. In dieser und da fallen sie wie die Fliegen. Nicht existiert. Euch jetzt in die Scheiße aus. Alter, Timing, ne? Und, lass mich raten, dann kriegst du das weg. Was war das? Tankred? Ja. Und Meteon ist auch verschwunden. Vielleicht ist er als Erster erwacht und ihr gefolgt. Glaubst du das wirklich? Sieh mal einer an. Wir sind genau da, wo wir hin wollten. Wir sind in Ultima Thule. Gib dem Ding bitte einen neuen Namen. Wir sind nicht im Nirgendwo gelandet, sondern definitiv irgendwo. Atmosphäre, Temperatur, Lichtverhältnisse. Das ist eine Umgebung, in der auch wir komfortabel existieren können. Wie kann das sein?
Möglicherweise ist Tancred bereits draußen, um die Lage zu erkunden. Ich schlage vor, wir tun das Gleiche. Ich übernehme die Führung. Ich möchte, dass ihr eine komplette Überprüfung der Schiffssysteme vornehmt und die Ragnarök umgehend wieder startklar macht. Außerdem muss ein Scan des Schiffsinneren durchgeführt werden. Vielleicht ist Tancred doch noch an Bord. Vielleicht. Und so fanden die Suchenden nach langer Reise das Ende der Schöpfung. Oh, ja. Wie oft habe ich das schon gedacht? Aber all diese Reisen, ja, diese ganze Geschichte hat mir eines bis zum Überdruss klar gemacht. Solange es da draußen Sterbliche gibt, die den Willen haben, voranzuschreiten, wird es auch neue Welten geben, die es zu erkunden gilt. Und gerade deshalb müssen sie es jetzt zu Ende bringen. Oder etwa nicht? Also gut. Bühne frei. Alter Ebbett. Für das Finale im Kampf um das Leben. Sag mal, sie will hier in so eine Arena? Okay, es wirkt wie eine Arena. Ohne Scheiße, es wirkt echt wie eine Arena. Ist das ein erloschener Stern? Ja, ein beunruhigender Anblick, aber keine Sorge. Unsere Telemetrie hat bestätigt, dass wir in dieser Umgebung trotzdem problemlos überleben können. Hoffen wir es. Dann lasst uns keine weitere Zeit verlieren und unsere Suche nach Tancred beginnen. Du solltest lieber zur Ragnarök zurückkehren, während wir die Gegend erkunden. Sieht aus wie so ein riesiger Farbklecks. Gott, das war voll hier. Was macht ihr denn alle hier? Ich weiß nicht, wie nützlich es in dieser unwirklichen Umgebung sein wird. Aber ich habe für Notfälle ein Reparaturmodul errichtet. Aber falls ihr tatsächlich in Gefahr geraten solltet, erwarte ich, dass ihr alle unverzüglich zur Ragnarok zurückkehrt. Da, Reparaturhändler. Das ist ja gut. Na, das ist ja schon mal was. Gut, mit dieser Quest hier müssen es, glaube ich, 12 sein. Weiß. Oh, Farben. Königsvioletter Farbstoff. Naja. Ziemlich dunkel hier. Man kann nicht sehr weit sehen und irgendwas Bedrückendes liegt in der Luft, als würde die Zeit stillstehen. Wir sollten die Gegend schrittweise erkunden, um nicht zu verlieren. Ich schlage vor, mit der Suche nach Tancred und Mytheon am Bug des Schiffs zu beginnen und uns von dort gen Osten voranzutasten. Okay. Also gut, entfernt euch nicht zu weit und behaltet euch gegenseitig im Auge, verstanden? Alles klar. ...914 Richtung Norden. Ach du Scheiße, das Gebiet... Ach du Scheiße. Oh Gott. Okay, das Gebiet ist riesig. Okay. Ich denke mal, Waffen wird es nicht mehr... Nee, das ist tatsächlich der... Okay. Gut. Also. Dann auf nach Osten.
Das ist ein versteinerter Drache? Tatsache. Hier sind ganz viele Drachen. Ach du Scheiße. Oh, und eine schwarze Suppe. Ob diese Ruinen hier mal richtige Gebäude waren? Schwer zu sagen. Wie ist ja nicht mehr davon übrig. Trotzdem, ein Versuch ist es wert. Lass uns nachsehen, ob es hier etwas gibt, das uns mehr über Ultima Thule verrät. Okay, das ist gar kein schwarzer Glibber. Das ist hart gewordener schwarzer Glibber. Hinten irgendwo. Du musst doch unbedingt den höchsten Berg erklimmen. Fehlanzeige, keine Spur von Tankgerät, okay. Schade. Und hast du irgendwas Nützliches gefunden? Nö, haben wir nicht. Ich habe es mir fast gedacht. Von Tankette und Meteon fehlt auch jede Spur. Wir konnten leider auch keine neuen Erkenntnisse gewinnen. Allerdings bin ich mir sicher, dass wir hier nicht alleine sind. Irgendwas ist ganz in der Nähe und es bewegt sich. Jedes Mal, wenn es näher kommt, läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Da spüre ich die Kraft aus mir weichen, so als würde mich die Dunkelheit selbst verschlucken wollen. Ein Gefühl von Leere und Traurigkeit, von dem man am liebsten davonlaufen würde. Oh. Und sind das Nudeln? Ja. Überbackenes Baguette. Danke, mein Schatz. Ist das ein Ei? Ja. Danke, mein Schatz. Danke. Lecker. Geht sofort weiter? Ich muss einmal kurz gucken, wie ich mir das jetzt hier zurücklege. So. Hallo, Drachi. Das tut es. Ist sehr, sehr lecker, Schatz. Danke.
Keine Angst, ich lese auch gleich wieder vor. Ich will erstmal essen. Ich habe nämlich tatsächlich, glaube ich, heute noch nichts gegessen. Das ist das erste, was ich esse. Wenn man auch erst um 17 Uhr aufsteht. Was? Bin seit. Kurz noch 10. Kurz noch 10. Ich hab dir nur spät Bescheid gesagt. Sehr spät. So, wo muss ich hin? Dahin. Aber irgendwo im Osten soll hier doch noch ein Ding sein. Ich suche erstmal nach der Quelle. Vendetta. Und so. Hi. Oder komme ich hier gar nicht weiter? Ne, okay. Dann komme ich da erstmal nicht weiter. Dann habe ich nichts gesagt. Dann machen wir Story. Manche Drachen sind versteinert und manche nicht. Seltsam. Da unten möchte ich aber nicht unbedingt reinfallen. Opinion.